Einen wunderschönen guten Hallo und herzlich willkommen zurück zum neuen Part von Hearthstone. Jetzt mit unserem, 4-2 steht's, mit unserem siebten Duell in der Arena mal wieder. Sind ja doch immer relativ viele Folgen, ein Arena-Durchgang. Und wir sind noch lange nicht hier runter mit unserem Gold, deswegen wir können noch einige Arena-Durchgänge hinterher schieben. Allerdings ist das für heute erstmal der letzte Part. Core ist unser Gegner. Weil ich, da es ja schon so spät ist, würde ich gerne noch ein bisschen was hochladen. Ja, die Karten gefallen mir gut. Behalte dich. Der Gegner wählt noch. Was macht er denn oben? Okay, der Gegner hat nur eine Karte gezogen. Also eine Karte neu gezogen. Und dann müssen wir mal gucken. Dafür, dass wir so ein Pipi-Deck haben, halten wir ganz schön lange durch. Wahrscheinlich haben unsere Gegner auch nicht wirklich gute Karten vorgeschlagen bekommen. Spielen wir ihn. So. Beenden unseren Zug. Und gucken mal, was als nächstes passiert. Okay, er zwirbelt uns direkt einen rein. Soll er mal machen. Ja, das ist auch sehr schön. Damit haben wir auf jeden Fall schon mal Schutz für unseren Hund. Greifen ihn direkt an. Und in einem, genau, Schutz für unseren Hund ist der Tank. Der sogar etwas mehr Leben Angriff kriegt, wenn er neben dem Hund steht. Vorausgesetzt, er spielt jetzt irgendwie was, was nicht unser Viech platt macht. Oh Mann. Gut, dass der Dimmelische damit vernichtet ist. Ist suffisante entschuldigt bitte. So, spielen wir ihn und ihn. Na, nehmen wir mal das Leuchtfeuer, weil Jäger haben halt viele Fallen. Feindliche Jäger haben halt Fallen und die möchte ich nicht unbedingt da haben. Okay. Zerstört alle feindlichen Geheimnisse dieser eine Karte. Ziehe eine Karte, okay. So, was machen wir? Spielen wir ihn. Spielen ihn und beenden den Zug. Soll er mich doch angreifen. Jetzt kommt Multishot. So, was kann ich in der nächsten Runde machen? Nein, tödlicher Schuss kommt. Okay, da kannst du gerne tödlichen Schuss drauf machen. Die 1-1er Kreatur, das ist Mumpitz. So, Oasenschnapper, Schnappkiefer. Nehmen wir Gottesschild? Ja, wir nehmen Gottesschild. Ich warte noch. Ich denke mal, er wird jetzt meinen Tank wegmachen. Weil er genau weiß, dass wenn ich mit meinem Gottesschild angreife, sein Tank auch weg ist. Und ich noch beide Karten auf dem Feld habe. Ah, okay. Gut, soll er machen? Sehr schön. Weil wir können jetzt mit Ansturm leben. Oh, da haben wir es zum zweiten Mal. Das ist schön. Wobei. Nee. Machen wir es so. Und fertig ist die Laube. Den Ansturm spare ich mir noch. Und ein tödlicher Schuss hat er, einen hat er schon verbraucht. Für meine 1-1er Monster. Fand ich ganz cool. Ah, Multishot. Okay. Kann ich mitleben? Dann können wir nämlich jetzt den Anstürmer spielen. Nein, mach ich nicht. So,
Haben wir ihm schon mal ordentlich Schaden gemacht. Wenn er ein Geheimnis spielt, ist das Geheimnis weg. Er kann auch mehrere Geheimnisse von mir aus spielen. Ist mir auch Latte. Im Moment sieht es ganz taktisch und gut bei uns auf dem Feld aus. Ich muss ja auch mit dem Deck taktisch spielen, weil anders geht's ja nicht. So, machen wir da mal an. Der hat Ansturm. Okay. Mach damit mein Viech weg. Okay. Ja, das sieht doch hier nach dem Plan aus. Machen wir ihn. Machen wir ihn. Und beenden unseren Zug. Jetzt hat er wahrscheinlich wieder irgendeinen Stummschalter. Wenn nicht, räume ich auf jeden Fall sein Feld gleich ab. Wenn er das jetzt nicht schon freiwillig macht. Oh. Oh. Okay, das Geheimnis ist weg. Das ist mir Mumpitz. So. Das hat soweit geklappt. Der macht 5. Das ist nicht gut. Machen wir erstmal sein Geheimnis weg. Ziehen uns dadurch noch eine Karte. Sehr schön. Hätte er uns nämlich mit platt gekriegt, mit dem Snipe. Jetzt ist die Frage, was könnte ich mit ihm machen? 4. Mit Andy Zahauns könnte direkt angreifen. Wäre aber auch direkt tot. Dann hätte er 5. Und dann müsste ich einmal. Aber gut, das mache ich. So und so. Wir sind für diesen Zug durch. Und unser Gegner ist dran. Halalala. Mann, 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 Mann. Ja, spiel mal was. 13 zu 14. Ich habe noch eine Falle drauf. Okay. Noch ein Monster? Sehr schön. Spielt da noch ein Monster? Dann würde ich sagen... Einmal den Multishot. Und einmal den Ansturm. Sehr schön. Gut, gut, die zwei sind tot. Es sei denn, er hat jetzt auch ein Flair dabei. Also ein Leuchtfeuer. In spätestens 4 Runden habe ich ihn, wenn er jetzt nichts mehr weitermacht. Okay, der ist böse. Da spielt er erstmal Tanks, um sich zu verteidigen. Und noch was. Mann, Mann. Jetzt will er es wissen. Sehr schön. Haben wir das schon mal so weit weg. Haben wir das schon mal so weit weg. Dann würde ich sagen, spielen wir ihn, holen ihn wieder. Was war das denn jetzt? Wieso ist denn sein Monster jetzt geschoben? Ich weiß es gar nicht. Naja, was soll's. Wir haben... Eigentlich haben wir gewonnen. Wir haben gewonnen. Er kann gar nichts mehr machen. Es sei denn, er hat noch ein Leuchtfeuer. Ja, damit haben wir gewonnen. Und wir können ihn wegmachen.
sehr schönes Duell. War wirklich ein sehr schönes Duell. Oh, wir haben sogar mehrere Möglichkeiten, ihn wegzumachen. Machen wir es mal so. Und machen so. Setzen wir die letzte Karte auch noch ein. Zack, ist er tot. Schönes, schönes Duell. Spannend bis zum Schluss. Aber ich muss auch sagen, ich spiele ganz schön riskant, so stelle ich fest, weil ich immer mit wenig Karten spiele. Aber wir haben schon wieder 5 Siege. Das gibt ja wieder eine goldene Karte. Das ist ja geil. Gut, liebe Freunde, schaltet doch einfach morgen wieder ein, wenn es die nächste Runde in der Arena gibt, bei Hearthstone. Ich bin der Crazy Bane und bin für heute raus. Ciao.